jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Vielleicht sollte ich mir den Schnitt machen lassen. Was meinst du, Tom? Glaubst du, der würde mir stehen? Wie für dich gemacht. Du schaust ja gar nicht hin. Stimmt. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Es gibt auch schöne Herrenschnitte in der Zeitschrift. Du hast immer den gleichen Haarschnitt. Du achtest viel zu wenig auf deinen Look. Ja, und du viel zu viel. Look hier, Look da. Ich habe einfach Besseres zu tun, als mir Strähnchen, Highlights und Haarkuren machen zu lassen. Ich will nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Hallo. Tut mir leid, dass du so lange warten musstet, aber jetzt bin ich ganz für euch da. Und gehst hoffentlich nie mehr weg. Wo warst du die letzten 16 Jahre meines Lebens? Hi, ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Hi, Tom. Ich verspreche dir, es wird nicht zu lange dauern. Ich weiß ja, Jungs, die gehen nicht so gerne zum Friseur. Nee, ich habe den ganzen Tag Zeit, mich um dich, meine Haare zu kümmern. Ha, weißt du, auf sein Äußeres zu achten, ist nicht wichtig. Es ist lebenswichtig. Das stimmt, aber dann komm doch mal mit. Sag ihr, sie soll dir das extra große Beauty-Paket verpassen. Das mit dem Schönheitsschlaf. Bis du erwachsen bist. Tom, kannst du mir bitte bei den Hausaufgaben helfen? Na klar, Süße. Dann schauen wir uns das Matheproblem mal an. Ein Waschbecken hat ein Fassungsvermögen von 4,2 Litern. Wenn der Wasserhahn alle 16 Minuten einen Tropfen von 230 Millilitern abgibt, wie lange? Ach komm, Tom, kannst jetzt keine Mathe-Grundschulaufgaben mehr lösen. Doch, aber als in der Schule Waschbecken drangekommen sind, da war ich krank. Also. Oh. Also wenn ein Milliliter 1000 Liter sind, dann sind 230 geteilt durch 16. Kinder, das ist ein klassischer Dreisatz. Ein Waschbecken, 16 Minuten, 230 Tropfen. Quatsch, Mama. Wenn ein Tropfen in 16 Minuten 230 Waschbecken mit 4,2 Litern füllt, das ist eine binomische Formel. Ja, nein, ich hab's. Man muss einfach nur den Stöpsel vom Waschbecken ziehen. Nein, das ist so einfach. Nein, nein, die Katheter der Hypotenuse auf dem Hahn der Wanne ist die halbierende der Badewanne. Ich hab's. Es ist eine von diesen Trickfragen. Die Antwort lautet immer 0. Vier. Wurzel aus 79. Nein, glaub mir, das ist weil wenn ein du klassischer Dreisatz. Molly, bitte! Wir arbeiten hier. Geh schön spielen, ja? Die Großen müssen sich konzentrieren. Wie heißt da der Klempner? Ja, Familie Finke. Wir haben da wieder mal so ein Problem. Wir haben da so ein Problem mit unserem Waschbecken. Linda, du hast ein Fussel auf deiner Bluse. Wo? Direkt unter dem Kragen. Ach so, das ist gar kein Fussel, das ist ein Fleck. Was? Ein Fleck? Was soll ich denn jetzt tun? Die Polizei rufen. Also so schlimm ist es nicht. Das ist nur ein ganz kleiner, den sieht niemand. Wenn du ihn gesehen hast, dann heißt es, man kann ihn sehen. Jeder kann ihn sehen. Was soll ich denn jetzt so tun? Jetzt komm wieder hoch. Das ist doch total albern. Keiner wird den Fleck sehen. Jeder wird ihn sehen. Alle werden sie reden. Linda und ihr Fleck. Hilf mir bitte. Also gut, lächeln. Lächeln einfach so sehr, dass jeder nur noch auf dein Lächeln achtet und den Fleck nicht mehr bemerkt. Na, noch ein bisschen mehr. Perfekt, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Hallo. Ui, du schaust aber angestrengt. Geht's dir nicht gut? Ah, du hast einen Fleck auf deinem Shirt. Komm schon, Linda, so schlimm ist es nicht. Einmal den Fleckenentferner für Tisch 3, bitte, und zwar schnell. Hier sitzt ein Mädchen mit einem Fleck auf ihrem Shirt. Na, atmen, atmen. Bitte schön, die Fahrscheine für alle. 1, 2 und 3. Papa, Molly hat noch keine Fahrkarte. Molly? Welche Molly? Ach, Molly ist ja auch dabei. Keine Sorge, Schatz. Bis zu welchem Alter kann man umsonst mitfahren? 6. Und wie alt ist unsere Molly? 8. Perfekt. Also unsere kleine Molly wird jetzt folgenden Wortlaut zum Busfahrer sagen, ja? Ich bin erst 6, keine 8. Ich muss noch nicht bezahlen. Ich bin erst 6, keine 8. Verstanden? Mhm. Gut, dann kommt er. Fahrkarten bitte. Na, ich habe eine, genauso wie diese beiden. Aha, was ist mit dieser jungen Dame? Los, Molly, sag, was du gelernt hast. Ich bin erst 6, keine 8. Ich darf nicht sagen, dass ich 8 bin, damit ich keine Fahrkarte kaufen muss. Wo die kleinen Kinder das bloß immer wieder herhaben. Von väterlichen Schwarzhaaren wahrscheinlich.
Bursche, Alarm! Ruhig, Branner, du bist vor 2 Stunden eingeschlafen. Das mit dem Schönheitsschlaf vorhin sollte übrigens nur ein Scherz sein. Und die süße Friseurin und ich, wir haben uns unterhalten. Ihre Stimme ist so entspannend, so lieblich, so süß. Da bin ich einfach eingenickt. Komisch, normalerweise nicken doch die Mädchen weg, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Und dann hat sie meine Haare gewaschen und eine Haarkur aufgetragen. Ach, sie ist eine wirklich, wirklich gute Friseurin. Und was für ein Haarschnitt hast du jetzt bekommen? Das habe ich ganz ihr überlassen. Ich wollte ihrer Kreativität keine Grenzen setzen. Bist du bereit für den neuen Tom? Auf jeden Fall. Zeig's mir. Okay. Voila. Meine Haare! Meine schönen Haare! Perfekter Streich. Perfekte Teamarbeit. Bis nächstes Mal nehmen wir die dunkle Afro-Perücke. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kids? Und erlebt neue Abenteuer mit Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Gleich bei...